Ja, liebe Freundinnen und Freunde, gemeinsam wenden wir uns heute gegen die Aktion zum Al-Quds-Tag. Wir wenden uns gegen die menschenfeindliche Politik des iranischen Regimes. Wir wenden uns gegen Antisemitismus, Hass auf Israel und Homosexuellenfeindlichkeit. Für uns, den Lesben- und Schwulenverband, ist es ein Herzensanliegen, hier unsere Solidarität zu zeigen. Iran stellt nicht nur die Existenz Israels in Frage, bis hin zu einer immer noch drohenden nuklearen Aufrüstung, sondern verfolgt auch aktiv homosexuelle Handlungen. Seit der Islamischen Revolution von 1979 wurden im Iran mehrere tausend Homosexuelle hingerichtet. Beides, Antisemitismus und Homophobie, kommt aus der gleichen stinkenden Wurzel religiös verbrämter Menschenfeindlichkeit. Leider liegt das Problem nicht nur weit weg im Iran, was schon schlimm genug ist. Es liegt auch hier vor unserer Haustür. Und es beschränkt sich nicht auf den jährlichen Al-Quds-Marsch. Antisemitische Angriffe hier in Berlin nehmen weiter zu. Wir haben gerade von Herrn Dräger die Zahlen gehört. Und mit homophoben Übergriffen sieht es auch nicht viel besser aus. Daher richtet sich unsere Bitte an den Berliner Senat, sich klar und deutlich von Islamisten abzugrenzen und nicht mit ihnen bei der Extremismusbekämpfung zu kooperieren. Antisemitismus und Homosexuellenfeindlichkeit dürfen nicht toleriert werden. Ich will nicht verschweigen, dass der Senat in Sachen Homophobie einiges tut. In Sachen Antisemitismus, auch das hat Herr Dräger angesprochen, ist es mehr als irritierend, dass Mitglieder ein und derselben Organisation am Quds-Marsch teilnehmen und zugleich im Beirat des Islaminstituts der Humboldt-Universität sitzen dürfen. Vertreter des liberalen Islam hiesgegen nicht. Dass dann aus diesen Kreisen zum Beispiel die Ehe für alle als Verwässerung jeglicher Moral und Ethik verteufelt wird, passt in dieses hässliche Bild. Egal ob Frau oder Mann, egal ob jüdisch oder nicht jüdisch, egal ob hetero oder homosexuell, ob links oder konservativ, egal ob in Deutschland geboren oder in einem anderen Land, wir stehen gemeinsam für eine offene, tolerante Gesellschaft. Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Antisemitismus ist nicht akzeptabel. Homosexuellenfeindlichkeit ist nie akzeptabel. Über diese Wahrheiten lässt sich nicht verhandeln. Daran dürfen wir nie einen Zweifel lassen. Deshalb danke, dass ihr heute hier wart. Im Namen des Lesben- und Schwulenverbandes danke für euer Engagement. Shalom.